Hallo Leute, willkommen beim ATS und bei einer neuen Folge von The Story. Ja, ich bin jetzt hier wieder unterwegs. Hatte ja vorgestern bei Walmart abgeliefert gehabt. Und jetzt fahren wir wieder zu Walmart. Die hat mich angesprochen gehabt vorgestern. Morgen oder abends, aber ja schon sehr spät oder früh, wie man es nimmt. Ob ich jetzt, also quasi für heute, ob ich da was hätte, könnte ich dann Altverpackungen fahren, ob ich Interesse hätte. Sag ich ja gerne, nur den Tag gestern, den brauchte ich für mich, für ein bisschen Office machen und so weiter. Das war ja so ein kaputter Tag gestern. Der ist so an mir vorbeigegangen. So, jetzt haben wir neuer Tag, neues Glück hier. Ja, wie gesagt, herzlich gerne. Wir können das ja so machen. Ja, gesagt, getan. Und jetzt bin ich hier. Wieder. Fahr wieder zu denen hin. Wo ich vorgestern abgeliefert hatte. Wir haben jetzt 20 vor 7. So. Und kann die wilde Fahrt gleich beginnen hier wieder. Zwar Alpha-Packung soll nach Phoenix gehen, habe ich ja nicht gesagt, ne? Also wir sind ja immer noch hier in Nogales und es geht nach Phoenix, also wir bleiben im Bundesstaat Arizona und ja, sollen 15 Tonnen Alpha-Packung sein, wird ja immer mit $1.126 vergütet, also das haben sie mir zumindest vorgestern gesagt, dass ich die Fracht sicher hätte und ja, das werde ich dann ja mal sehen, ne? Ob die Wort gehalten haben oder auch nicht. Ja, mal schauen. Erstmal hinfahren und dann keep to the right and then take the exit on the right. Ja, ich bin ein bisschen, weiter ist außerhalb, aber ich konnte ja nicht da stehen bleiben jetzt einen Tag über den Tag bei Walmart. Ja, so eine Nacht wäre vielleicht okay, aber wie gesagt, vorgestern war Schicht im Schacht. In 650 feet, turn left. Und jetzt musste ich ja zu sehen, wo ich bleibe, ne? Also so ein Truckstop hier in der Nähe, so eine Art Truckstop und habe ich mich niedergelassen, ne? Tag sozusagen. So, was ist jetzt hier? Wir sind 188 Meilen nach Phoenix. Und gut, die bleiben hier wieder stehen. Wissen wieder nicht, was sie tun sollen. Der DRL-Heidi hier, was ist mit dir? Weißt du, was du machst? Ja, dann bleibst du stehen, ne? So ist fein. So ist das richtig. Okay, dann sind wir ja gleich da. Aber wir sind schon da, sag ich mal. Und dann feuerfrei hier. You have arrived at your destination. Gebe ich dann kurz hier anmelden, ne? Quasi. Und dann bin ich gleich wieder am Start, ne Leute? Die müssten eigentlich schon Bescheid wissen. Okay. So. Alles so wie gesagt. Die Altverpackungen warten auf mich. Dann ist doch. Ist doch schon mal. Muss ich hier reinfahren jetzt hier? Ja. Alles soweit. Gut. Gott sei Dank. Da wäre ein Hammer gewesen, wenn die gesagt hätten: Wir wissen von X, Kollege. Wir wissen von X. Das wäre echt, das wäre das letzte Mal dann, wirklich. Und das ist das erste, das wäre das letzte Mal dann gewesen. Ich bin ja schon öfters gefahren für die, ne? Sozusagen. Okay. Die Sonne geht langsam auf.
mein Herz geht auch auf bei der Bezahlung, ja. Ist doch gut. Super. Alles gut, alles im grünen Bereich. So gefällt mir das. Alles gut. Wenn alles im grünen Bereich da ist, dann ist alles gut. Dann ist alles zufrieden. Und einigermaßen geparkt oder angesetzt wie ans Tor oder naja, was immer hier an der Abschlussrampe hier. So, dann will ich sie mal schalten und walten lassen. Hinten war ja schon auf, hatte ich schon aufgemacht. Sorry. Und ja, wie gesagt, 15 Tonnen Altverpackung und die ganze Geschichte 188 Meilen geht dann nach, also die Tour geht nach Phoenix mit 188 Meilen. Eine Strecke, die wir haben. In Kilometern weiß ich auch schon, so 302 Kilometer. So roundabout und wie gesagt, 1126 Dollar wird das alles brutto vergütet. Das ist es. Das ist Musik in meinen Ohren. Okay, na dann. Dann sollen sie mal reinhauen, ne? Okay, dokey. So, wir sind schon hier bei der Abfahrtskontrolle, schon zu Gange hier. Mittendrin. Vorfahren hier, wie ihr sehen könnt, weil da war es mir ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen zu eng das Ganze. Das ging so nicht. Alles. Haben wir auch alles? Ja, wir haben alles, alles drin, alles dran. Das Scheibchen können wir zumachen hier. Okay, Leute, anschnallen. Wichtig. So, können wir auch loslegen, nicht wahr? Alles klar. Dann auf nach Phoenix, ne? Hoppi galoppi jetzt aber. Ja, eine Sache noch, Leute. Ihr wisst ja, über ein Like und ein Abo würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Ne?
wie gesagt, kostet euch ja nichts und bringt mich ein Stückchen weiter nach vorne. Und ja, und wenn ihr Lob, Kritik oder Verbesserung oder sonst irgendwas habt, ne, dann alles rein in die Kommentare reinkloppen, ne, bis die Tasten glühen, ne, wisst ihr Bescheid. Ne. Okay, im Übrigen bin ich ja auch noch hier im ETS zugange, auch mit der Story wie hier im ATS. Ne. Kommt alles in meinem Wechsel, ne? Alle 2 Tage, mal ATS, mal ETS und immer so weiter. Also auch da gerne mal reinschauen, würde ich mich auch sehr freuen, natürlich über ein Abo und ein Däumchen nach oben. Ne? Und auch da alles Mögliche reinkloppen, wenn ihr was habt, dann Kommentar. Ne? Ist ja derselbe Kanal, also könnt ihr euch da ja für beide dann zu äußern oder zu beiden dann zu äußern. Ja, okay, na dann, in diesem Sinne kann ich nur sagen, abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr und ja, dann vielen Dank im Voraus für euer Support und ja, viel Spaß bei dieser Story oder Folge oder whatever. So, jetzt wollen wir mal loslegen, ja. Der Atze hat ja wie immer keine Zeit. So. Da kommt noch ein bisschen was. So. Was ist denn da? Navigation resumed. Ja, ist doch gut. Ich will nur jetzt hier rüber. Komm, du auch jetzt oder bleibst du stehen? Jetzt aber hier. In 650 feet, turn left. Alles klar. Denn? Boah, der mich erschrocken jetzt. Der fällt mir jetzt voll rein, ey. Jetzt habe ich mich aber kurzzeitig erschrocken, muss ich sagen. Ja, 15 Tonnen jetzt hier drauf. Au Ruck. Fahrt kommen, wa? Oh, Hubschrauber deiner Luft, steht der da? Eieiei, nicht, dass wir jetzt hier irgendwo einen Unfall haben oder was? Ich habe nach Taxen, habe ich also die Stadt Taxen, also ziemlich, müssen wir dann noch ein bisschen fahren, aber da ist auch so ein
glaube, so ein Truckstop da in der Nähe. Danach, also nach Taxen, wie gesagt. Und da können wir dann, aber da müssen wir noch, ja, über 100 Meilen fahren. Naja, ich sag mal so kurz vor Phoenix, also 50 Meilen oder was vor Phoenix. Also, aber dann nochmal anhalten und dann kann man sich dann noch was genehmigen, ne? Noch was futtern und so weiter und so fort. Das. Und in Phoenix werde ich mich dann, ja, hatte ich nämlich jetzt wieder mich mit Bill unterhalten. Und ja, gestern, und da ich ja wusste, dass ich ja jetzt die nächste Tour nach Phoenix geht, werde ich mich da mit jemandem treffen, der großes Interesse hat, für mich zu fahren, sagen wir so. Jo. Also schauen wir mal, ne? Bill hat das ein bisschen erzählt gehabt, also mir erzählt und demjenigen auch, der da fahren will. Also der hat zwar was zur Zeit, aber ist nicht so glücklich und ja, mal schauen, was das Gespräch dann so bringt. Ne? War ein Vorstellungsgespräch mir. Bin ja alles in einer Person. Ne? Geht zwar nicht anders, aber ist so, ne? Ja, du willst vorbei, dann fahr doch. Bremst doch nicht einfach ab, Mensch. Ja, der nächste, der einfach da steht. Ja, ich verstehe das nicht. Ihr seid doch Hammerwerfer, ey. Mein Gott. Ja, der nächste, der steht, der sieht mich doch kaum, wenn ich geblinkt habe. Warum bremst du denn nur wieder ab und macht Warnblinklicht? Echt. Mann. Fährt man wenn auf die nächste Spur, gibt es ja noch eine dritte zum Beispiel, oder? Ach ja. Ja, also wir erstmal in Phoenix hier, dann als nächstes. Und ja, also sprich in Arizona, da ist nochmal was. Vor Bill kommt auch jetzt demnächst wieder eine Tour, hat er zumindest angekündigt. Ja, mal schauen. Ja, komm, Junge, komm. Na gut. So sei es dann. Ich nehme dann alles, was kommt. Das lohnt auf jeden Fall. Lohnt sich ja immer, ne? Also die Tour jetzt. Jetzt sind wir mal wieder Alpha-Packung nach einiger Zeit jetzt mal wieder. Erst Paletten gedacht, aber eine Alpha-Packung, ja. Und ich meine jetzt über 1000 Dollar zu kriegen, ne? 1100 und paar zerquetschte brutto, also ist doch wahrlich nicht schlecht, oder? Kann man nicht meckern. Kann man machen.
kann ich jetzt 2-3 Touren hintereinander fahren. Wenn das stimmt, unterm Strich, dann weiter im Text. Kein Ding. Ja, ich fahre hier ein bisschen so, ich sage mal rechts außen so ein bisschen, für alle Fälle. Ein bisschen vorsichtig sein. Weiß er nie. Vielleicht geht es auch irgendwo mal nach Florida oder keine Ahnung oder weiß ich nicht, die Ostküste Richtung New York oder was, keine Ahnung. Das wäre auch mal nicht schlecht. Ne? 15, 1600 Meilen so. Das ist schon eine Ansage, ne? Das wäre nicht schlecht. Ja, mal schauen. Keep to the right, and then take the exit on the right. Alles klar. In 650 feet, turn right. So, hier wenn wir dann, ging sehr zügig das Ganze, finde ich. Ja, können wir jetzt hier, da wo er jetzt drauf fährt, fahren wir jetzt auch drauf, wie es sich gehört. Und genehmigen uns eine kleine Pause, ne? Genau. Keinen Bock mehr, fährt er wieder runter. Uns mal jetzt hier hinstellen, neben diesen schönen Graffiti hier. Hat sich alles schön ausgelassen, aber sieht ja nicht schlecht aus. Da mit der Spraydose, sieht witzig aus. Sehr schön. Mit dem Kenworth hier, oh, schöner Kenworth. Herrlich. Fast so schön wie meiner. Den ich noch habe. Womit George fährt, ne? Genau. So Leute. Päuschen ist angesagt. Na dann bis gleich. Oder vielmehr Mahlzeit. Mal ausmachen erst. So, genau. Alles klar. So. Post ist jetzt hinter uns gebracht. Alles ist gut. Das sieht ja echt witzig aus, muss ich schon sagen. Der Spraydose hinten. Ne? Mal gucken. Man ist ja nicht neugierig. Nein, überhaupt nicht.
Sieht witzig aus. Echt. Gefällt mir. Ja, mal was anderes, ne? Da habe ich schon welche gehabt, hat gesagt, hier komm, lasst euch mal aus so ein bisschen. Ja, haben sie auch getan, wie man sehen kann. Ja, sieht auf der anderen Seite genauso aus. Wahrscheinlich, ne? Ja, auch so. Ah. Der Gorilla ist ja witzig. Ohne Spaß. Wird mir auch gefallen, so als hinten so drauf. Warum nicht? Hey, man muss da seriös bleiben, ne? Ich hab da meinen Pitbull da hinten dran. Der passt schon auf das Ganze. So. Gut, genug rumgegammelt hier. Weiter geht's hier. Text. Sind ja gleich da. Irgendwas mit 60 Meilen oder was, glaube ich. Und dann ist dieser Drops auch gelutscht, ne? Sozusagen. So. Mal eine kurze Tour, aber ja, immerhin, ne? Im Großen und Ganzen. Dann noch sind wir ja nicht da, ne? Kann ja noch irgendwas vorkommen. Glaube ich zwar nicht, aber man weiß es nie. Man weiß es nie. Eiern hier, ne? Da kommt ein bisschen was. Dann können wir dann wieder auf Fahrt hier gehen, dass wir auf Spur kommen, nicht wahr? In 650 feet, turn right. So, dann wollen wir mal, das Restprogramm abspulen.
werde ich dann nachher mal Bill anrufen, weil von dem guten Mann habe ich noch keine Nummer, gar nichts. Oder mir habe ich vergessen, dass er mir oder eine WhatsApp schreiben oder wie auch immer, wo wir uns dann jetzt dann hier in Phoenix dann treffen sollen. Mal schauen, ne? Oh, Flughafen hier. On the right side here, please. Looky, looky, looky. Sehr schick. Früher nach links fahren sollen, aber er hat abgebremst, das ist schon gut. So geht es ja auch, aber er hätte auch auf die andere Spur, der hat nämlich glaube ich keinen Hänger gehabt, oder? Ah, siehst du, das hättest du vorher machen sollen, bist du auf die Spur rübergegangen. Wäre alles gut gewesen. Komm, fahr, Junge. Du hältst jetzt wieder an. Der hält auch an. Ja, jetzt muss er wohl anhalten, ne? Ja, jetzt musst du wohl anhalten. Ja, was sonst?
mal nach vorne hier. In 650 feet, turn right. Na, da sind wir doch schon. Das ging doch schnell, finde ich. Sehr schnell. Ja, Leute, mal eine etwas kürzere Tour. Die letzte war ein bisschen lang, ne? You have arrived at your destination. Ja, okay. Dann werden wir uns mal hier anmelden, Leute. Dann, ja. Dann ist es dann soweit geschehen für heute, ne? Okidoki. So. Ach, vergessen jetzt hier einzuschalten. Nicht konform der Atze hier. So. Da müssen wir hin. Machen wir auch als solches. Nee, noch nicht rückwärts hier fahren. Noch nicht. Wir stehen ja schon richtig, also aber mehr wie wir sehen können da unten, aber passt mir noch nicht, also mir jetzt mal ein bisschen besser reinfahren. Schon ein bisschen besser, ne? So kann man stehen bleiben, ne? Ja.
Okay. Leute, okay. Wir haben's. Wir sind in Phoenix angekommen. So. So, dann Altverpackung weg und dann mal schauen, was als nächstes kommt, ne? Okidoki. So, wir sind jetzt hier wieder zugange. Ich marschiere wie gewohnt wieder zur Dispo. Und ja, auch soweit alles klar, mein Papieren. Wir haben jetzt kurz nach 3, also kurz nach 15 Uhr. Um 17 Uhr, so gegen 17 Uhr, werde ich mich mit dem guten Mann treffen. Jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen, ne? Oh, je, je. Ja, ich weiß nicht, wie der hieß jetzt. Ja, ist auch egal. Erstmal. Zwar nicht egal, aber ich muss jetzt mal gucken, dass ich hier alles hier so viel um die Ohren nehme. Mein Gott. Na gut. Okay, Leute, das war's dann für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wenn ihr irgendwas habt, dann wisst ihr ja, rein damit in die Kommentare. Ne? Wie gesagt, konstruktive Kritik wird gerne beantwortet. Also, in diesem Sinne, haltet die Stoßstangen sauber. Euch allzeit gute Fahrt, bleibt gesund und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Atze Gaming. Ciao.